kein, wie soll man sagen, kein allgemein verbindliches Verständnis von Autonomie, aber eine sinnvolle begriffliche Festlegung scheint mir daran zu bestehen, dass man sagt, autonom handelt eine Person dann, wenn sie nach ihren eigenen Prinzipien handelt, also nach ihren eigenen Wünschen und Überzeugungen, und zwar insbesondere dann, wenn sie das gegen Widerstände macht. Also so klassische Beispiele von Personen, die autonom sind, sind Leute wie Martin Luther King, Geschwister Scholl, Antigone. Wichtig ist auch noch, dass Autonomie eine Fähigkeit ist. Also bei Freiheit würde man immer eher sagen, das ist eine Eigenschaft von einzelnen Handlungen. Also ich bin frei, wenn ich so oder anders handle. Bei Autonomie würde man eher sagen, ich als Person bin autonom, dann handle ich manchmal vielleicht autonom, mache das in anderen Fällen aber vielleicht nicht, aber wenn ich generell imstande bin, nach meinen Prinzipien gegen Widerstände zu handeln, dann bin ich eine autonome Person. Autonomie würde auch dann bedeuten, dass ich nach meinen eigenen Prinzipien und in dem Falle vor allen Dingen natürlich nach meinen eigenen Wünschen handle. Und das bedeutet dann eben gegebenenfalls, wenn ich den Wunsch habe, zu sterben, muss ich auch die Möglichkeit oder müsste ich die Möglichkeit haben, das tatsächlich zu machen. Wenn ich nicht mehr imstande bin, meine Wünsche zu artikulieren, beziehungsweise die so artikulierten Wünsche durchzusetzen, dann bin ich dazu nicht mehr in der Lage, aber ich bin halt imstande, vorher Vorkehrungen dafür zu treffen, also zum Beispiel über eine Patientenverfügung. Und natürlich sind solche Dinge problematisch, weil man nie so genau weiß, ob sich die Wünsche einer Person noch ändern in der allerletzten Lebensphase. Aber ich denke, unter den insgesamt nicht unproblematischen Möglichkeiten, die man da hat, ist das vermutlich immer noch die beste. Autonomie einer Person, die schwer krank ist, möglicherweise kognitive Einschränkungen hat oder eben Einschränkungen hat aufgrund der schrecklichen Schmerzen, die sie spürt. Die Fähigkeit dieser Person, eigene Entscheidungen, also Entscheidungen im Sinne ihrer eigenen Wünsche und Überzeugungen zu treffen, die ist natürlich tatsächlich problematisch. Ja, man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, dass jemand, der in dieser Phase ist, tatsächlich imstande ist, zu artikulieren, was er tatsächlich will oder dass er sich auch über seine eigenen Wünsche wirklich im Klaren ist. Und insofern ist das natürlich eine extrem wichtige Frage. Auch deswegen, weil immer die Gefahr oder die Möglichkeit besteht, dass dieses Vakuum an Selbstbestimmungsfähigkeit von anderen Menschen ausgenutzt wird. Diese Autonomie hat immer Einschränkungen. Und sie hat vor allen Dingen Einschränkungen, nicht nur durch offene soziale Zwänge, also wo Menschen von anderen bewusst beeinflusst werden, sondern vielfach auch durch sehr subtile Einflüsse, wo man eben im Sinne einer Gruppe handelt, selbst wenn die Gruppe einen überhaupt nicht zwingt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Einschränkungen durch soziale Determinanten. Aber ich denke trotzdem, spricht sehr, sehr viel dafür, dass gerade in der jüngeren Vergangenheit sich ein verhältnismäßig großes Maß an relativ großer Spielraum für autonomes Handeln und auch für eine autonome Entwicklung herausgebildet hat. Also insofern muss man sich dabei davon überzeugen, dass die Person nicht unter äußerem Druck handelt. Das wird man natürlich nie zweifelsfrei machen können, aber eine zweifelsfreie Entscheidung ist unter solchen Bedingungen ohnehin nicht möglich.